Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir ein Special aus, wirklich ein Special, und zwar The Raccoon Spezial. Hier sind fünf Episoden, die noch nie im Fernsehen gelaufen sind. Die sind noch nicht mal auf der DVD-Box, die ich euch gleich nochmal vorstellen werde. Die habe ich ja vor einigen Jahren ausgepackt. Ja, und die habe ich mir jetzt mal gekauft, weil der Preis mega günstig war und die fehlt mir halt in meiner Sammlung. Die Raccoons habe ich damals sehr gerne geguckt auf Tele 5, das ganz alte Tele 5, nicht das Tele 5, was ihr heute kennt. Das Tele5, was ich meine, das war vor RTL 2, da gab es RTL 2 noch gar nicht. Das hatte ein Kinderprogramm von morgens bis abends, ich glaube 7 Tage die Woche, wenn ich mich nicht irre. Und da lief dann halt auch die Raccoons und dann Bim Bambino und die Katze Lucy als Zwischenprogramm, wie damals halt Vampi auf RTL 2 war, da Bim Bambino und Lucy. Und da liefen dann halt sehr wie die Königin der 1000 Jahre, Saber Rider lief da auch. Ganz viele Serien, wo ich mich auch nicht mehr daran erinnern kann, aber unter anderem auch die Raccoons. Deswegen habe ich mir damals die Box gekauft und jetzt habe ich dieses Special. Es hat 6 Jahren freigegeben und wird von Moore Entertainment vertrieben. Und dann stehen hier 5 bisher unveröffentlichte Special. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Weihnachten ohne Bäume, das Eishockeyspiel, der kleine gelbe Stern Teil 1, der kleine gelbe Stern Teil 2, Let's Dance. Und dann steht hier noch die ganzen, die unveröffentlichten Special, der Kultzeichensee mit Bären und seinen Freunden Ralf, Melissa, Schäfer und Cedric. Dies ging das Abenteuer gegen den Widersacher Cyril und den Schweinchen weisen müssen, um ihre Heimat, den immergrünen Wald, zu retten. Ja, dann haben wir Laufzeit 120 Minuten, Sprachen Deutsch, Bildformat 4 zu 3, Tonformat Dolby Digital 1.0 Mono. Also sieht ihr schon, wie alt das ist. Produktionsland Kanada und Produktionsjahr war 1980 bis 84. Dann steht hier unten nochmal Lust auf mehr. Weitere 60 Folgen gibt es jetzt auch als DVD-Box, Fanbox. Ja, die habe ich hier, ich glaube, aber die neu veröffentlicht ist nicht mehr in so ein Schuber. Die gucken es aber wie gesagt gleich nochmal an, weil. Mein Unboxing ist schon sehr, sehr lange her und dann rauscht es auch viel. Ich habe man jetzt keins und ich dachte mir, das zeige ich euch dann noch mal ein bisschen genauer für das Video hier als Spezial. Ja, warum geht die Folie nicht ab? Ja, ist aber eine hartnäckige Folie. Die klebt aber echt fest. Ist ja wie festgeklebt. So, jetzt ist die Folie ab. Und da haben wir nichts drin. Selbe Motiv. Ja, und das ist halt Bernd, falls er das nicht kennt. Und die Serie ist echt gut, ich finde die heute noch gut. Ich kann mich immer noch an das Intro erinnern. Wollte ich mir nochmal ansehen. So, dann haben wir die DVD-Box, die ist auch ab 6 Jahren freigegeben. 60 Folgen, aber steht hier auch cool die Laufzeit. Ich kann mich nicht. Sehe ich gerade nicht, ich bin blind. Auf jeden Fall zeige ich nochmal die Box genauer, wie die damals aufgeteilt war. Und vielleicht kauft sich der eine oder die andere die Serie dann durch. Dann haben wir hier die Staffel 1. Das ist der Vater von Cedric. Den zeige ich euch, wenn man ihn nochmal sieht. Staffel 2 mit den Episoden, Staffel 3, Staffel 4, Staffel 5. Das ist halt, wie gesagt, Bernd. Und dann haben wir, das ist Cedric, der Sohn. Die ganzen DVDs mit Hintergrundbildern noch. Also echt eine schöne Serie aus meiner Kindheit. Und ja, jetzt habe ich sie ganz komplett. Ich dachte eigentlich, ich hätte sie hiermit schon komplett gehabt. Aber dass es das gab, habe ich auch erst vor ein paar Jahren erfahren und jetzt habe ich es mir endlich mal gekauft. Und ja, bin froh, dass ich die Serie komplett habe. Kennt ihr die Raccoons? Kennt ihr das alte Tele 5? Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ansonsten bedanke ich mich wie immer für eure Zeit und Kommentare. Vielleicht finde ich auch einen Trailer zu der Serie. Ansonsten werde ich euch das Intro mal verlinken und ich werde euch auch diese beiden Sachen zu Amazon verlinken, falls es die noch gibt. Hier, das weiß ich gerade gar nicht, das auf jeden Fall. Dann könnt ihr euch das auch bestellen, wenn ihr möchtet. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr jung seid oder noch jünger als ich, und ihr habt kleine Kinder oder so, auch eine Serie für die ganzen Familie, Kinder, weil das ist eine Abenteuerserie mit ernsten Themen, mit weniger ernsten Themen, lustigen Themen und Freundschaft etc. Ja, jetzt bin ich aber weg. Bedanke mich für eure Zeit, wie gesagt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrans. Ciao.